Yeah! Ich freue mich mit Deutschland über den Fußball-Weltmeistertitel 2014. Ich bin zwar Österreicher, doch ich fühle mich den Deutschen verbunden, weil ich schon von Kindheit an viele nette deutsche Menschen kennengelernt habe. Dabei denke ich auch, dass Deutschland bärenstark und Weltmacht ist, was die Wirtschaft betrifft. Und mich beeindruckt, dass Sie drauf und dran sind, Vorbild, globales Vorbild zu sein in der Energiepolitik, was den Ausstieg aus der Atomenergie betrifft. Dabei wünsche ich den Deutschen vor allem Weltmeisterrang, was die Unterstützung von unterentwickelten Staaten angeht. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie Nummer eins werden, was den Rückgang der Scheidungsrate betrifft. Und ich wünsche Ihnen Weltklasse, was den Lebensschutz angeht, nämlich, dass es immer weniger Abtreibungen in Deutschland gibt. Und ich würde mich sehr freuen, ich würde jubeln, wenn es eines Tages heißen würde, Deutschland ist Weltmeister in Glaubenssachen. Das heißt, dort gibt es prozentmäßig die meisten Menschen, die an Gott glauben, die an Jesus glauben. Viel mehr als im Gebiet von Sport und Wirtschaftsbilanzen wünsche ich der deutschen Nation Höchstleistungen in diesen Dingen. Denn mir scheint, hier geht es um etwas Himmlisches, das Gott für uns Menschen zuerst will. Und ich denke, Jesus meint das, wenn er sagt, gebt alles, um das Himmelreich zu finden. Und ich habe das Gefühl, dass Jesus heute sagen möchte, liebe Deutsche, so wie ihr gefiebert habt für den Weltmeistertitel, umso mehr setzt alles ein, dass das Himmelreich in diese Welt kommt.